Hallöchen, hier ist wieder euer Rock und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir machen uns heute dran, einen Fastfood-Laden zu bauen. Naja, was heißt ein Fastfood-Laden? Wir haben einen kleinen mobilen Fastfood-Laden, denn ich dachte mir einfach mal, Mensch, es ist ja so langsam auch wieder, ja, Weihnachtsmarktzeit. Und da wäre doch eigentlich so ein kleiner Fastfood-Wagen, wo man seine Freunde mit heißen Getränken oder auch mit kleinen Speisen zur Weihnachtszeit erfreuen kann. Man kennt das auch manchmal vielleicht von ein paar großen Einkaufshändlern, dass da auch so manche kleine, ja, Fastfood-Ketten da auch vertreten sind, zum Beispiel kleine Dönerläden oder vielleicht mal so ein Hähnchenstand. Ja, kennt man vielleicht. So, und ich dachte mir einfach mal, Mensch, in Minecraft können wir das Ganze auch mal umsetzen. Und von da habe ich mir einfach mal einen entworfen, einen rot-weißen. Du kannst ihn dir natürlich in der Farbe von außen jeweils immer gestalten, wie du möchtest. Aber ich finde immer, wenn man irgendwas baut, so ein rot-weiß, dann kannst du deine Fantasie mal noch freien Lauf lassen und ihn ein bisschen anmalen. Am Ende der Folge zeige ich dir auch noch ein, zwei Variationen, wie er vielleicht ein bisschen aussehen könnte von außen. So, aber ansonsten gucken wir uns ihn noch einmal von innen an, denn auch von innen ist er eigentlich, ja, eigentlich ein ganz schönes Nihauer da innen drin, wo man auch viel machen kann. Zum Beispiel haben wir auch hier bei der neuen Version den Vorteil, dass wir in Kesseln, sage ich mal, Farben reinmachen können. Und von daher wäre das eigentlich super ideal, auch für Fastfood-Ketten, dass man sich hier manche Sachen machen kann. Ansonsten, ich habe mich ein bisschen inspiriert heute hier an einer kleinen Dönerbude, von daher wird das auch so ein bisschen werden, einfach so mit so einem kleinen Dönerspieß. Man sieht, das Ganze ist hier auch gut betrieben, der ist schon ein bisschen, ja, der Spieß ist schon ein bisschen dünn geworden, obwohl ich hier gar keinen Kunden sehe, aber naja. So, ansonsten haben wir hier noch einen Kassenbereich. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber einfach mal als Dekorationsmäßig habe ich hier einfach mal ein Leuchtsignal hingemacht. Da ist wieder die Fantasie gefragt, was das sein kann. So, ansonsten haben wir noch unterm Kassenbereich ein paar Schubladen. Das sind natürlich Schalkerkisten. Einfach mal, ist auch super, wenn man keinen großen, ja, sag ich mal, sehr viel Platz hat, kann man immer gerne Schalkerkisten benutzen, um sich da noch ein bisschen Stauraum zu machen. So, aber ansonsten haben wir hier oben noch einen Toaster. Man kennt es, ne? Der Toast ist wie immer schön, ja, cross grau, kann man sagen, hier Minecraft. Sollte ich auch langsam mal rausnehmen. Naja, so, ich würde sagen, genug rumgeschnackt. Wir bauen uns jetzt einfach mal hier einen kleinen Fastfood-Laden. So mobiler. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal an die Kiste ran und holen hier uns erstmal die erste Reihe raus, um ihn uns einmal hinzuzimmern. So, dabei holen wir uns ganz gespannt hier einfach mal schwarzen Beton raus, gefolgt von Quarzstufen, Fichtenholzstufen, Quarzsäulenblock, denn weißer Betonblock, Quarztreppe an sich, denn Steinstufe brauchen wir, weiße Glasscheiben, gefolgt von Eisengitter. So, wenn wir das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los, ganz einfach mit den schwarzen Beton. Wir fliegen jetzt zu irgendeiner Stelle hin, ich nehme einfach die hier, platziere erstmal ein, lass einen Block frei und setze noch einmal. So, an den Seiten platzieren wir jetzt einfach immer eine Quarzstufe, die wir nach vorne und nach hinten jeweils noch um 1, 2, 3 erweitern. Wenn wir das geschafft haben, verbinden wir jetzt einfach mal die vordere und hintere Seite miteinander, so dass wir insgesamt natürlich hier eine 5er Breite haben. So, auf der Rückseite machen wir es auch nochmal. Super. So, wenn wir soweit sind, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Fichtenholzstufe am besten und führen einfach mal die innere Fläche aus. Super. Wenn wir das haben, kommen wir jetzt zu unserem Quarzsäulenblock. Den platzieren wir jeweils an den Ecken und da machen wir 1, 2, 3 jeweils hin. Super, wenn wir es geschafft haben, kommen wir jetzt zu unserem weißen Betonblock. Den setzen wir jetzt jeweils in, ja, die Lücken hier und füllen die einfach mal bis nach oben hin aus. Super, wenn wir es auch dieses Mal geschafft haben, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Quarztreppen und setzen die oben einmal rauf und, ja, ziehen die oben einmal auch lang. Super, wenn wir auch dieses Mal wieder geschafft haben, gehen wir einfach mal wieder zu unserem weißen Betonblock zurück und müssen jetzt einmal das ganze Dach damit ausfüllen. So, wenn wir damit fertig sind, kommen wir jetzt langsam mal dazu, auch ein bisschen wieder was wegzuhauen. Ich würde sagen, such dir einfach mal eine der, ja, Seiten aus. Ich nehme jetzt einfach mal diese hier und schlage einfach mal zwei Schichten unseres weißen Betons wieder weg. So, wenn wir das haben, setzen wir oben einfach mal ran schon mal unsere Steinstufen. Super. Danach nehmen wir einfach mal wieder unsere Quarz, ja, Stufe zu sich, einmal zur Hand. Und die platzieren wir einmal oben an unsere Treppen ran. Das Ganze machen wir insgesamt, würde ich mal sagen, zweimal. Und wenn wir das haben, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Eisengitter und setzen die jeweils dann an den Seiten an. Denn das ist ja so an sich eine Klappe. Wenn der Laden zu hat, dann klappt man das runter und dann wäre natürlich hier unsere Theke verschlossen. Wir kommen auch gleich mal zu unseren weißen Glasscheiben. Die platzieren wir hier vorne einfach mal dreimal hin an der Seite. Kannst auch von der anderen Seite machen, wie du möchtest. Danach fliegen wir einfach mal zu einer Vorder- oder Hinterseite, wie du das jetzt hast, und schlagen hier zwei Sachen weg und setzen da einfach mal ein Fenster rein. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, sind wir eigentlich damit durch und können das ganze Blockmaterial einfach mal wegtun.
Super. So, wir gehen wieder an unsere Kiste ran und holen uns einfach mal schon die zweite Reihe raus. Dann ist diese Kiste auch an sich leer und dann können wir die natürlich einmal weghauen. Okay, so, wir holen uns dann auch einfach mal raus. Einen Amboss holen wir uns raus, dann Eisenfalltüren, den Gegenstandsrahmen brauchen wir noch. Wo setze ich die ran? Einfach mal da. Gefolgt, dann holen wir uns noch rote Glasscheiben raus, gefolgt von einem Schild, was wir uns noch rausholen, dann natürlich noch Steinknöpfe und einfach mal eine Eisentür. So, wenn wir das Ganze haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, beginnen wir. Mit was sollen wir beginnen? Ich würde sagen, mit einem Amboss. So, wir fliegen auf die Seite hin, wo wir hier oben das kleine Fenster gemacht haben. Da suchen wir uns die Mitte raus, lassen davon dann jeweils einen Block Abstand. Und beim zweiten setzen wir den Amboss hin. Danach setzen wir dahinter einfach mal eine Eisenfalltür hin. Darauf eine Eisenfalltür und darauf auf den Amboss auch nochmal. Um Eisenfalltüren so zu platzieren, musst du dich einfach mal hinhocken. Okay, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt auf die Hinterseite. Natürlich wäre es da, wo natürlich hier nicht für unser Anhänger ist. Ne? Weil ich sag mal, das Ganze ist ja wie so ein Anhänger und das kannst du dann natürlich dann auch woanders noch hinstellen. So, auf der Rückseite machen wir unsere Rücklicht daran, damit wir natürlich auch auf den Straßen von hinten gut zu sehen sind. So, dann machen wir natürlich unsere roten Glasscheiben rein. Gefolgt denn, machen wir einfach mal hinten noch unser Kennzeichen hin. Da kannst du natürlich dein Kennzeichen hinmachen, was du gerne haben möchtest. So, danach machen wir einfach mal hier an der Seite die zwei Blöcke weg und... Ja, ich würde mal ganz einfach sagen, setzen wir die Eisentür so nach innen rein, platzieren einmal außen unsere Steinköpfe, dass wir natürlich auch wieder reinkommen und natürlich innen drin müssen wir auch nochmal einen Steinkopf setzen. So, wir kommen schon mal zum Innenraum. Wir haben ja noch gerade eine Eisenfalltür zur Hand. Die platzieren wir einfach mal, würde ich mal sagen, hier hinten und einmal unten am Fenster ran. Und wer möchte, kann auch. Wir machen schon ein bisschen wieder Vorarbeit. Hier bei diesem Steinblock, bei diesem schwarzen Block hier, setzen wir einfach mal vorne hier so auf der Holzstufe, sage ich jetzt einfach mal, so die Eisenfalltür ran. Okay, wenn wir das Ganze haben, würde ich sagen, können wir auch dieses Blockmaterial einfach mal wegtun, gehen wieder hier raus, aber gehen auch gleich wieder rein, denn wir sind ja von außen jetzt an sich fertig und müssen natürlich noch hier alles einrichten. Dafür haben wir hier diese wunderbare Kiste. Ich hole mir hier auch erstmal die erste Reihe raus. Die Eisenfalltür brauchen wir jetzt nicht, die haben wir ja gerade eben gesetzt, wieder ein bisschen so Vorarbeit geleistet. So, dann holen wir uns einfach mal, würde ich mal ganz einfach sagen, Schalkerkisten raus von der Farbe und so. Such dir deine Lieblingsfarbe aus. Ich verwende einfach mal graue, gefolgt von Kessel, weil das Ganze immer so optisch auch ein bisschen dazu passt. So, dann holen wir uns auch Trichter raus, denn Steinmetz, der ist auf dieser Version ja, wie gesagt, neu, aber hat halt leider keinen Nutzen. Aber als Dekorationsblock ist er eigentlich relativ gut und von daher nutzen wir ihn heute mal. So, dann holen wir uns noch Eisenblöcke raus, gefolgt von Birken, Holztreppe, wie immer, nimm deine Lieblingstreppenfarbe und natürlich noch ein passendes Schild dazu. Gefolgt denn, holen wir uns noch einen Drachenkopf raus. Und wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt einfach mal rein und wir richten hier natürlich damit jetzt auch ein. So, einmal hier die Tür aufgemacht und dann legen wir los. Ganz einfach mal gesagt, würde ich ganz einfach mit den Schalkerkisten beginnen. Die platzieren wir einfach mal hier vorne an den Block einmal ran. Das sind dann unsere Schubladen. Daneben platzieren wir dreimal unsere Kessel. Da kommen natürlich unsere frischen Zutaten rein. Hier auf der Rückseite machen wir unter unserer Eisenfalltür einfach mal einen Trichter hin, daneben einen Steinmetz. Und gefolgt machen wir einfach mal hinter unserer Tür einfach mal zwei Blöcke hin, damit das unser Kühlschrank symbolisiert. So, wer möchte, macht sich noch einen kleinen Sitzplatz. Ich sag mal, wenn keine Kunden da sind, kann man sich natürlich hier einmal kurz ausruhen. Super. So, danach platzen wir hier oben nochmal einen Drachenkopf. Keine Angst, wenn er jetzt so ein bisschen schief ist, da müssen wir ein bisschen tricksen. Das heißt, wir gehen hier einfach mal raus. So, schlagen hier hinten mal die Mitte weg und setzen davor einfach mal so einen Drachenkopf ran, dass er nach hinten guckt. Danach holen wir uns nochmal einen weißen Betonblock raus und können wir es noch einmal kontrollieren innen drin. Und man sieht ja, die Schnute nicht mehr, von daher ist es jetzt hier einfach mal ein Toaster. Super, wir gehen wieder raus und können das ganze Blockmaterial einfach mal wegtun. Und dann gehen wir wieder an unsere Kiste ran und holen uns noch das letzte Blockmaterial. So, diese Reihe holen wir uns einfach mal raus. Und dann heißt es ganz einfach mal gesagt, wir holen uns einen Wassereimer her. Ich mache ihn einfach mal hier rein. Einmal Wasser brauchen wir, denn Farben an sich, welche du nimmst, ganz allein dir überlassen. Gefolgt dann holen wir uns nach Bruchsteintreppe raus, gefolgt dann noch vom Leuchtfeuer. Eisengitter brauchen wir wie immer und Schwarzeichenzaun. Wer möchte, kann sich noch eine Kiste dazu holen. Super, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt wieder erstmal in den Laden rein und dann platzieren wir das Ganze einfach mal und zwar erstmal rein hier. Wir haben die Truhe in der Hand, von da mache ich die einfach mal hier oben hin. Ich finde auch super, dass sich Glas halt auch nicht an Truhen anschmiegt, von daher passt das Ganze. So, wir bleiben auch hier hinten. Ich würde sagen, ich mache hier noch einen Dönerspieß hin oben, ein Eisengitter. Ne, das Holz symbolisiert so den Dönerspieß. Und ich finde auch der Steinmetz, der hat so die schöne Variante, dass es aussieht, als ob sich da irgendwas drehen würde. So, kommen wir auf die Vorderseite. Ich mache einfach mal ein Leuchtfeuer hin. Was das Ganze symbolisieren soll, ja, überlasse ich deiner Fantasie. Daneben eine Bruchsteintreppe, das soll wie immer eine Kasse symbolisieren. Und dann machen wir einfach mal in den Kästchen das Wasser hin und darin machen wir einfach mal die Farben hin. Wie immer, nimm da deine Lieblingsfarben und mach dir deine Variation, wie du gerne möchtest. Dann sind wir auch hiermit fertig und können das Ganze wegmachen. Und dann kriegen wir hier schon raus und dann ist
unser kleiner Fastfood-Stand, oder wie man das Ganze immer nennt, fertig. So, ich zeige dir noch zwei Variationen. Wir haben ja zwei Wagen, von daher zeige ich dir noch zwei Variationen, wie du ja noch optisch gestalten kannst. So, zwei bunte Farbvarianten, wie man sich hier noch so optisch gestalten kann. Du kannst natürlich auch wie immer ja deine eigene Version daraus noch machen. Ja, das sind nur zwei Anreize. Du kannst natürlich ihn richtig bunt machen halt. Muss ja nicht immer roh-weiß sein. Oder auch mal hier so, ja, einfach mal irgendwie ein Muster reingebaut, damit er optisch ihn natürlich abhebt und damit die Leute natürlich zu deinem Verkaufsstand gehen und nicht natürlich zur Konkurrenz. So, aber ansonsten sind wir hier durch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und mal gucken, was für leckere Rezepte du in Minecraft noch alles entdeckst. Und ich würde sagen ganz einfach mal, ich stelle mich safety hin. Und wenn ich safety stehe, dann war es das Ganze von mir. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Aber für mich heißt es erstmal, tschüss.